Herzlich willkommen zurück zur Fußballmanager-Karriere, die mit dem FC Schalke 04. Nächstes Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Und ja, wir müssen zusehen, dass wir den Nicht-Abstiegsplatz weiter verteidigen. Augsburg und Bochum können uns noch einigermaßen leicht abfangen. Bremen hat übrigens auch gepunktet in den letzten Folgen. Von daher wird es immer spannender und man muss sagen, wir haben jetzt klar gegen Hoffenheim, dann Hertha und dann kommen bis auf Bremen nur noch gute Mannschaften. Und das wird schon schwierig. Und auch Hertha, will ich nicht unerwähnen lassen, ist auf Platz 8. Also das ist jetzt nicht die Hertha, die ihr aus dem Real Life kennt, die abgeschlagen oder sehr, sehr schwach sogar noch hinter uns in echt gelandet ist. Und ja, da müssen wir gucken, dass wir uns da gut präsentieren. Keke top nur mit einer Form 7, Terodde auch nicht mehr mit einer Form 8. Bülter auch eine Form 8. Eieiei. Domme Drexler, lass ich Mollet spielen. Mal Kolodziejczak spielen lassen. Rein ins Spiel. So, unsere Mannschaft ist gerade nicht besonders gut drauf. Jetzt auch noch auswärts. Hoffenheim ist Siebter in der Tabelle. Und fangen hier auch direkt an anzugreifen. Wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel hier werden. Auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass wir bis dato noch keinen Gegentreffer bekommen haben, nicht so viele Chancen zugelassen haben, aber jetzt kamen dann die Chancen und dann auch der Treffer von Rutter. Wir kommen vielleicht zurück, aber Keke Top kann sich da nicht durchsetzen. Und Rutter trifft wieder, so mit 2 zu 0. Ecke für uns, Stürmer faul. Ball war eigentlich schon drinne, dann wird für Stürmer faul entschieden. Kennt man, ne? Kennt man auf Schalke, dass da häufig auch die Schiedsrichter Tore zurücknehmen. Wir machen mal weiter. Boah, 3-0 Bebu. Hier richtig baden. Kann man auch langsam mal wechseln. Mal hier die ganze Mannschaft raus. Mollet hat noch eine 3, das ist okay. Rajac raus. Also hier, wir haben ja die Abwehr so ein bisschen ausgetauscht. Vandenberg muss, glaube ich, spielen in der Abwehr, auch wenn er schlecht in Form ist. Weil ihr seht, 3-0. Wahnsinn. Vandenberg jetzt auch mit der Verletzung. Ist noch ein Wechsel überhaupt möglich? Nee, wir haben alle Wechsel ausgeschöpft. Immer hier auf schnelle Berechnung. Vasialidis mit dem Treffer, immerhin Ehrentreffer. 3-1 gehen wir baden gegen Hoffenheim. Und wir müssen auch schauen, dass die Tordifferenz nicht zu schlecht wird. Und ihr seht, Bochum und Bremen zum Glück verloren, aber Augsburg hat leider gewonnen. Somit sind die nur noch ein Punkt hinter uns plus. Die haben auch eine Tordifferenz von minus 17, wir minus 15 mittlerweile. Und das ist nicht mehr ein großer Unterschied. Köln ist auch noch aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter uns, ist aber auch nicht die Welt. Kann man auch noch einholen. Da sind noch 7 Spieltage. Boah. Ich sehe schon kommen, dass wir da richtig reinrutschen, jetzt auch mit den ganzen Top-Mannschaften. Und da war der Vorsprung auch vielleicht nicht ganz so groß, ne? Wenn da schon sprechen konnte von einem Polster.
sah ja die ganze Zeit nicht so aus, ne? Sah die ganze Zeit nicht so aus, als ob wir da unten reinrutschen. Und dann trifft es uns dann doch. Aber wir müssen positiv denken. Noch ist nichts entschieden. Noch ist hier alles möglich. Kral fragt nach möglichen Verstärkungen, weiß nicht, irritiert. Verliert 2 Punkte Selbstvertrauen, okay. So, weiter geht's. Vasialidis, einziger Nationalspieler von uns. Pause ist vielleicht jetzt gut, damit die Spieler da auch alle mal so ein bisschen sich ausruhen können. Jetzt kommt das schwierige Spiel gegen Hertha. Hauptsponsor stellt Siegprämie. So. Jetzt mal in die Teamdynamik. Probiere hier jetzt nochmal die Spieler in Form zu kriegen. Wem spielen wir, Mollet oder Drexler? Mollet. So, was machen wir? Mollet, Distanzschütze, Fernschüsse 78. Nochmal hier in die individuellen Aufgaben. Ja, mit ihm.
Gerade welche Spieler hier noch für so ein Dribbling in Frage kommen. Nicht so die Spieler. Vasialidis-Distanzschüsse? Nee. Ich nehme das raus. So, gehen wir rein ins Spiel. Ich habe ein bisschen offensiver gestellt, weil wir kriegen ja doch in jedem Spiel mittlerweile Gegentore. Ich hoffe, dass das was bringt. Spielen jetzt zu Hause. Eigentor. Kolodziejczak, ey. Ich hole den jetzt zur Halbzeit runter, hat keinen Sinn. Ich lieber mit Kaminski. Zwei Null Hertha. Was machen wir? Keke Top wäre eine Option. Salazar. Filter auch. Mollet haut einen Freistoß rein. Vielleicht geht noch was so die letzten Minuten. Pfosten von Bülter. Der ist echt ein Chancentod. Diese Saison. Jetzt vielleicht große Chance. Eieiei, Christensen kann den Ball halten. War knapp. Schlussphase hat uns gehört, haben es nicht geschafft. Und jetzt, boah, haben wir Glück, dass Augsburg auch verloren hat, Köln verloren hat. Somit bleiben wir hier vorne. Augsburg sogar 3-0, das ist gut für die Tordifferenz. Was hat Köln gemacht? Auch 3-0, sehr, sehr gut. Bochum hat unentschieden gegen Union und Bremen hat unentschieden gegen Freiburg. Gar nicht mal so schlecht, weil Freiburg ist ja unser nächster Gegner. Und die sind auch jetzt nicht, die spielen jetzt auch nicht die beste Saison. Klar, auswärts, aber vielleicht ist da auch was möglich. Vorstand auch schon immer unzufriedener. So, starten jetzt rein in den April. Scholai fällt beim SC Freiburg aus, das ist auch gut. Bülter bricht Training ab. Bischoff angeschlagen.
Nur Jajak tue ich raus. Es geht auch nur eine 6. Ich tue Smajic rein. Deutlich besser gefallen. Bona. Roshan gegen Aydin. Gehen wir rein. Problem mit der gelben. Herr Rodde mit dem Treffer sehr stark. Sehr, sehr wichtig. Jetzt weiter den die Null halten. Freiburg kommt. Smajic sehr, sehr gut dazwischen. Smajic wieder. Fährmann. Boah, Fährmann sehr, sehr wichtig. Smajic. Da merkt man Smajic im Vergleich zu Kolo Jajak, der ein Eigentor im letzten Spiel gemacht hat. So, ich lasse die erstmal weiterspielen. Riesenchance. Fährmann, Wahnsinn. Jetzt haben wir vier Spieler mit einer gelben Karte. Ich glaube, ich wechsle die Spieler aus. Ja, alles echt heikel. Polter. Da treffen unsere beiden Stürmer Polter und Terodde. Sehr, sehr gut. Gehen wir noch den Keketopf für Polter. Nochmal ein bisschen Zeit zu schinden. Will die Innenverteidigung hier nicht auseinandernehmen. Müssen wir doch über die Zeit kriegen. Nochmal eine große Chance für uns. Und auch Pülter trifft. Pülter, der so oft chancentot gewesen ist, mit dem ersten Tor, ersten Saisontor. Vielleicht ist jetzt der Knoten geplatzt. 3-0 Auswärtssieg. Wahnsinn, was ist hier los? Und unter uns alle nicht gewonnen, Köln mit einem Unentschieden, Freiburg mit der Niederlage, auch Mainz nur mit einem Unentschieden. Der Spieltag ist für uns gelaufen, würde ich mal so sagen. Und ja, jetzt haben wir noch die Top-Mannschaften plus Bremen. Starten jetzt gegen Bremen rein und haben echt eine gute Ausgangslage.
Die letzten Spieltage, wir haben Mainz, Bayern, Frankfurt, Leipzig. Das ist machbar, würde ich sagen, mit diesem Punktevorsprung. Plus einer guten Tordifferenz im Abstiegskampf. So, ich würde sagen, Bremen schauen wir uns in der nächsten Folge an. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns gleich wieder.